herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Life in the Woods. Und ihr hört es, ich habe Musik im Hintergrund. Ich habe mir gedacht, es ist ein bisschen spannender, wenn ich ein bisschen Musik im Hintergrund habe, als wenn ihr hier nur meine doofe Quatscherei ertragen müsst. So, wir waren letzte Mal, haben wir ein Feld aufgebaut und haben angefangen, so ein bisschen was anzubauen. Und dann habe ich festgestellt, es hakt noch ein bisschen, weil er noch alles lädt. Dann habe ich festgestellt, dass ich... Mal hier. Kies. Dass ich kein Eisen mehr habe. Und dann wollte ich ein bisschen Eisen suchen, habe ich natürlich nicht gefunden, ist ja klar. Jetzt hat mir der gute Red Sun gesagt, du musst tiefer graben. Naja, werde ich gleich mal versuchen, aber zuallererst muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt war. Warte mal, den hatten wir, glaube ich, also wo jetzt meine Unterkunft und alles ist. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ist jetzt schon eine Woche her, dass ich gezockt habe, weil ich einfach, da bin ich, weil ich einfach keine fucking Zeit habe. Das ist echt unglaublich. Das letzte Wochenende bin ich total in die Bredouille gekommen, weil ich überhaupt keine Zeit hatte, irgendwas vorzuspielen, irgendetwas auf Vorrat zu machen oder sonst was. Ging einfach nicht. Es ist einfach keine Chance gewesen. Und dieses Wochenende sieht es eigentlich ja genauso aus. Also macht eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied. Ich weiß gar nicht, wann ich das, was ich alles machen soll, bewerkstelligen soll. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, um euch ein bisschen was zu erzählen. Ne? Soll ja nicht langweilig werden. Man soll ja reden mit seinem Publikum, auch wenn es nicht unbedingt so zahlreich ist. Aber trotzdem soll man ja mit dem Publikum reden. Das mache ich natürlich sehr gerne. Quatsch ja gerne mit euch. Sprich, ich quatsche und ihr hört zu, weil es quatscht mir keiner dazwischen. Sehr schön. Ja, also, ich habe mir das mal aufgeschrieben, was ich alles so vorhabe zu tun. Ich muss als allererstes, muss ich mich darum kümmern, mein Aufnahmewerkzeug zu aktualisieren. Bisher arbeite ich nämlich noch immer mit dem alten OBS. Also das einfache, ganz simple OBS. Ne? Und nicht OBS Studio, falls das jemand kennt, sondern OBS, weil das OBS Studio ist doch um einiges komplizierter. Man muss sich da ein bisschen mit befassen und muss eben etwas investieren, was ich eben nun mal gar nicht habe, nämlich Zeit. Und ja, dementsprechend habe ich dann aber trotzdem entschieden, weil ich einfach mit dem vorhandenen OBS zwar aufnehmen kann, aber es ist doch sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten und das Studio soll halt sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Haben mir ganz, ganz viele Leute gesagt, die damit arbeiten und deswegen will ich mich da an diesem Wochenende unbedingt mit befassen und ja, irgendwas aufnehmen. Dann muss das also nicht irgendwas aufnehmen, sondern damit arbeiten. Ne? Dafür muss ich mir ein Tutorial angucken, muss natürlich die Einstellung entsprechend vornehmen. Das wird natürlich nicht sofort alles klappen. Das klappt nie sofort alles. Aber ich will es machen, damit ich einfach mehr Möglichkeiten habe bei der Aufnahme. Insbesondere, ich habe ja diese Woche tatsächlich die 20 Abonnenten geschafft. Ich weiß, dass das für viele sehr lächerlich ist. Aber ich habe es geschafft und habe die 20 Abonnenten sogar gehalten, was ich noch unglaublicher finde, bisher, bis heute, bis jetzt. Mal gucken, kann sich ja gleich geändert haben, ne? Man weiß ja nie. Auf jeden Fall im Moment habe ich 20 Abonnenten, grabe ich mir gerade ein Grab. Ja, ne, irgendwie schon. Ach ja, warte mal, wir graben mal hier so weiter. Ich suche übrigens nach Erz, ne? Also falls sich jetzt jemand wundert, warum ich jetzt hier wild in der Gegend rumgrabe. Ja, und auf jeden Fall will ich mich mit OBS befassen, einfach um hier auch aufnahmetechnisch sozusagen auf den aktuellsten Stand der Dinge zu kommen. Das ist eine Sache. Dann, ihr hört ja im Hintergrund meine Musikdatei, ich bin da ganz froh drüber, dass wir jetzt ein bisschen Lala im Hintergrund haben. Falls das zu leise ist, sagt mir Bescheid, dann mache ich es ein bisschen lauter. Ich habe jetzt auch da, das war auch so eine Odyssee. Ich habe also lange überlegt, wie kriegst du das hin? Habe mir alle möglichen Tutorials angeguckt, wie man Musik ändert, wie man Sounds ändert und getan und gemacht. Und hat aber nicht alles sofort so funktioniert und auf die einfachste Lösung
Ja, die fiel mir dann plötzlich an. Ich sage, ich habe mir dann selber gesagt, warum? Warum lässt du nicht einfach einen Player im Hintergrund laufen? Das hatte mir die Zockerprinzessin, glaube ich, schon mal gesagt. Lässt du nicht einfach einen Player im Hintergrund laufen und spielst irgendwas ab? Fertig. Fertig ist die Laube. Na? Ja, habe ich ausprobiert und funktionierte. Und dann habe ich mir gedacht, super, kann erstmal bleiben. Jetzt war der nächste Schritt, jetzt brauchte ich ja erstmal Musik. Dann habe ich mir den Soundtrack nochmal vorgenommen von The Witcher, weil ich den sehr, sehr geil finde. Aber mir gedacht, jetzt den ganzen Soundtrack von The Witcher bei Minecraft laufen lassen, finde ich jetzt auch nicht so toll. Guckst du mal so, was du bei YouTube so findest. Und unter anderem gibt es ja auch die Datei. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht und hat die gesamte Datei, die der gute Gronkh bei Minecraft spielen lässt, hochgeladen. Da habe ich mir auch eine ganze Reihe von Sachen runtergeladen. Das, was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist von dieser Datei, die der gute Gronkh laufen lässt. Aber ich möchte einen für sich nicht etwas nutzen, was jemand anders sich ausgedacht hat, wo er sich Mühe für mitgemacht hat und ohne dass ich die Chance habe, mir das okay zu holen. Ne? Und ich habe nochmal, klar, ich könnte jetzt Gronkh anschreiben und fragen, hör mal, ist das okay, wenn ich jetzt deine Musik oder deine Lala nutze? Dann wird er darauf nie antworten, weil ich denke, jemand, der 4,5 Millionen Abonnenten hat, kriegt ungefähr 20 Millionen E-Mails am Tag. Also ne, bis der das mal tatsächlich zur Kenntnis nimmt, beziehungsweise einer seiner Moderatoren. Da ist eine alte Frau wie der Junge, also das kann ich mir schenken, also muss ich mir selber was zusammenstellen. Jetzt wollte ich aber auch nicht ewig und 6 Tage warten, bis ich für euch eine neue Folge aufnehme. Und deswegen dieses Mal einmal mit der Musik von Gronkh im Hintergrund. Das nächste Mal wird es dann was Eigenes sein. Ne? Also da werde ich mir auf jeden Fall was überlegen, weil ich finde es schon wichtig, dass man die Arbeit, die sich jemand macht, es ist doch nicht zu glauben, dass ich hier nicht auf Erz stoße, ne? Das ist doch echt unglaublich. Auf jeden Fall, dass man, wenn sich jemand schon die Arbeit macht und irgendwas zusammenbaut, dass man das nicht einfach ungefragt nutzt. Meine ich. Finde ich irgendwie scheiße. Da sollte man schon vorher fragen. Und wie gesagt, die Möglichkeit habe ich nicht. Na, also muss ich mir da auch was selber zusammenstellen. Und ich möchte ganz gerne, dass Minecraft etwas häufiger erscheint als im Moment. Im Moment habe ich ja so, ja jetzt ist ja schon wieder fast eine Woche her, ne, dass ich zuletzt was von mir habe hören lassen. Muss ich das jetzt auch zeitnah machen. Ich kann mir da jetzt auch nicht ewig und 6 Tage Zeit lassen. Muss also zusehen, dass ich relativ zügig mir eine Datei zusammenstelle. Und das habe ich mir an für sich auch für dieses Wochenende vorgenommen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Habe ich jetzt erstmal hinten angestellt, weil es sind auch noch ein paar andere Dinge zu machen. Ich habe ja nämlich nicht nur Minecraft, was ich sehr gerne spielen möchte und auch öfter spielen möchte. Ich habe ja auch noch den Herrn der Ringe, den ich spiele im Moment, und Witcher 3 Blood and Wine, das letzte Add-on, spiele ich ja jetzt gerade. Der erste Teil ist gestern rausgekommen. Ja, heute am Samstag nehme ich das aktuell hier ganz frisch auf. Und warte mal, ich wollte hier eigentlich immer nur zwei dazwischen haben. So. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen vorspielen, damit ich unter der Woche mal ein bisschen mehr Luft habe für verschiedene andere Projekte. Dann will ich mir einen Zeitplan machen. Ne? Also einen ganz genauen Zeitplan, wann ich was, wo, wie hochlade, was auch so als nächstes kommen soll und was ich machen möchte. Da habe ich auch ein paar Ideen. Na, das sieht mir schwer nach Kohle aus. Also auch da muss ich ran, ganz dringend. Einfach auch für mich, dass ich mir da das Ganze ein bisschen plane, weil ich ja nicht nur zocke, sondern ich bin ja auch jemand, der sehr gerne Sport macht und regelmäßig Sport macht. Und das kommt mir sonst alles ein bisschen zu kurz. Das ist alles Steinkohle, brauche ich eigentlich überhaupt nicht im Moment. Auch das muss ich dann eben einplanen. Wie gesagt, es ist zwar nur ein Hobby, aber ein Hobby, das doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dieses YouTube-Videos machen und Zocks hochladen. Außerdem möchte ich ja auch noch ein bisschen Zeit haben, neben
Sport, neben Arbeit, neben selber Videos machen und neue Projekte angehen und natürlich auch noch dem Privatleben, was man sonst drumherum hat. Es gibt ja auch noch Menschen, mit denen man so hier und da mal was unternimmt. Möchte ich ja ganz gerne auch bei den diversen Kanälen, die ich abonniert habe, hin und wieder mal zumindest vorbeischauen. Es gelingt mir natürlich immer nicht so häufig. Ich kann nicht immer jeden Tag von jedem alles gucken. Das ist unmöglich. So viel Zeit habe ich einfach nicht. Aber ich möchte schon regelmäßig bei jedem mal so hin und wieder mal zumindest vorbeischauen. Jetzt sind meine Äxte auch noch im Arsch. So ein Dreck. Na gut, dann holen wir uns gleich neue Äxte. Hungrig sind wir auch. Das ist gut. Ja, auf jeden Fall möchte ich ganz gerne das eine oder andere mir mal dann auch anschauen und so ein paar Projekte wie zum Beispiel von Red Sun finde ich sehr, sehr geil. Shadow Tactics, was er da spielt. Caro Sims, ups, macht Gott sei Dank nicht ganz so viel. Was heißt Gott sei Dank? Aber für mich ist es Gott sei Dank. Dadurch kann ich mir ihre Folgen immer regelmäßig angucken. Der Sombento hat eine ganz witzige Sache gestartet mit Godzilla. Na, also das Spiel. Und Dreist Gaming macht auch sehr geile Sachen. Also es gibt eine Reihe von YouTubern, wo ich einfach sage, da gucke ich unheimlich gerne rein. Und das kommt alles zufrieden. Zockerprinzessin mit Uncharted, was ich mir gerne angucke. Auch den dann Spawn to Cast habe ich völlig vernachlässigt in letzter Zeit, weil ich einfach keine Zeit habe. Ne? Und wie gesagt, das alles möchte ich irgendwie versuchen unter einen Hut zu bringen. Ich fürchte, das wird mir natürlich nicht 100% gelingen, wie es immer so ist. Man Mut zur Lücke, ich glaube, hier muss ich lang. Ne? Aber ich tue mein Bestes, ne? Damit ich also niemanden einfach so vernachlässige. Es ist wirklich keine böse Absicht, aber ich weiß nicht, was ich wann wo machen will. Ne? Weil, eigene Projekte, Herr der Ringe und Witcher. Im Moment mache ich es eigentlich so, oder ich habe es jetzt diese Woche so gemacht, dass ich, hier muss ich glaube ich lang, ne? Ja, dass ich die Folgen aufgenommen, geschnitten und reingestellt habe, weil anders ging es gar nicht. Ja, anders wäre es überhaupt mir jetzt gar nicht funktioniert. Ich möchte natürlich auch hier ein bisschen vorarbeiten, ein bisschen was in der Hinterhand schon mal haben, um dann eben auch vielleicht mal einen Tag nicht aufnehmen zu müssen, was im Moment einfach gar nicht geht. Völlig ausgeschlossen. Ist nicht drin, weil ich einfach nichts in der Hinterhand habe. Wie sieht es denn hier aus? 43%. 43, ja, die brauchen alle noch. Ja. Aber ich habe doch hier. Ja, guck mal. Zumindest meine Bären kann ich schon mal pflücken. So. Ja, und ich brauche Eisen, damit ich mir eine Hacke machen kann und dann eben den Boden auch vorbereiten kann, um noch was anzubauen. Was aber hier? Lass mal schauen. Ich habe hier Erde. Erde habe ich, glaube ich, auch. Ach, Moment. Die habe ich ja aufgeteilt hier, ne? Ja. Da ist Holz schwerpunktmäßig. Und hier habe ich die Erde mit reingepackt. So war das, genau. Denn hier, ja, guckt euch das an, was ich abgebaut habe. Das ist unfassbar. Rosengranit. Damit habe ich in meinem anderen Let's Play meine ganzen Böden ausgestattet. Sieht ganz schick aus. Hatte ich auch gesagt, gehen wir mal rein. Ne? Also, wie gesagt, es wird Zeit, dass ich da so ein bisschen einen Plan reinkriege. Dass das Diorit. Damit habe ich in einem anderen Let's Play meine Wände gemacht. Und was habe ich denn jetzt hier noch? Ach, noch mehr Rosengranit. Das ist ja schön. Ja, nee. Komm, hier rein. Rein da. Und noch mal Rosengranit. Ja, super. Na, also das ist, wie gesagt, ich muss dem Herrn der Ringe muss ich auf jeden Fall vorspielen, weil da stehen zwar nur noch zwei Kämpfe an, aber dafür muss ich noch einiges vorarbeiten. Ruhen wäre die nächste Mission, die ich spielen möchte. Vielleicht schaffe ich das heute noch. Das ist eigentlich habe ich das. Ich wollte hier gar nicht sortieren.
Eigentlich habe ich das heute vorgehabt, ein bisschen vorzuspielen beim Herrn der Ringe und Rune hochzuladen, aber Rune an sich wird auch schon wiederum ziemlich lange dauern. Da weiß ich also nicht, ob ich das überhaupt auf die Kette kriege in der Kürze der Zeit. Und naja, dann muss ich auch noch auf jeden Fall Witcher vorspielen. Gut, morgen ist auch noch ein Tag, aber das ist ja auch nicht alles, was ich machen muss. Sondern die Mädels von den Summerlicious Six, die also Summa machen, haben mich gebeten, ihnen einen Flyer zu basteln, ne, den sie dann auch online nutzen können und dergleichen. Und ich habe natürlich zugesagt, habe ich letzte Mal auch gemacht, mache ich auch diesmal sehr gerne. Und das kostet auch wieder Zeit, ne, das alles einzubauen, die Leute dann, die dazugehören und, das muss auch alles gemacht werden. Und warte mal, was soll man denn hier? Ah, das kann ich auf jeden Fall essen. Den Weizen kann ich auch, die Kaktusfrucht kann ich umbauen. Ich muss mal kurz überlegen, Curry kann ich noch anbauen. Sesamsaaten haben wir auch, guck an. Na komm, wir bauen das mal ein, würde ich sagen, ne? Würde ich sagen, doch, das machen wir mal. So. Was heißt nicht einbauen? Also wir sehen das mal ein. So, erstmal müssen wir was futtern. Dann müssen wir uns eine Hacke machen. Nehmen wir eine Spitzhacke und dann müssen wir wieder rein und gucken, dass wir irgendwo Erz finden. Ja. Ja, wie gesagt, also muss ich da auch noch einen Flyer basteln. Was? Ich mache so Sachen ganz gerne. Aber. Ach, guck mal. Melone, ist das süß. Ja, aber es kostet halt alles Zeit, ne? Und ich muss halt gucken, wann ich wo irgendwie diese ganze Zeit mir auch klaue. Verdammt hier, siehst du? Alles zugewuchert. Und ich kann es nicht wieder auffrischen. Ja, super. So eine Kacke. Deswegen, wir bauen jetzt hier schnell was an. Da, gut. Was war das? Was? Will er mich verarschen? Ich sehe den einen ein und der andere wird wieder rausgenommen. Das ist ja also wirklich. Gucken. Hallo? Ich mach nix. Warum fliegt mir das? Was ist das? Ah, das geht wahrscheinlich hier nicht, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass man es hier nicht anbauen kann? Ich guck mal hier. Ob das hier das gleiche Problem ist. Ich vermute mal, ne, dass man das wächst am besten in Sand. Und hier Plain und Forest. Also der müsste auf jeden Fall eigentlich hier ganz gut funktionieren. Und dann brauche ich Sand. Naja, Sand habe ich doch. Habe ich doch. Moment mal eben. Upsala. Schon wieder gut. Tatsächlich. Ja halt, was ist hier? Was geht hier ab? Nein, hier war es nicht. Ich kenne mich bei mir zu Hause selber nicht aus. Ne? Sand habe ich hier nicht. So, und hier das Sand. Das ist Sand. Ich probiere mal was. Kann ich das jetzt einfach hier anbauen? So? Nee, muss ich auch aufarbeiten, ne? Also ich habe keine Ahnung von nix. Oder muss ich... Warte mal. 3. Machen wir mal einen Test. So. Vielleicht muss ja auf Sand, aber muss trotzdem auch Wasser hin. Kann ja sein. Und da wir den jetzt hier eh nicht aufarbeiten können... Ja? So. Hauen wir den mal da rein. Bitte lacht mich nicht aus, wenn ich jetzt totalen Blödsinn mache, ja? Werde ich dann gleich feststellen.
So, so. Und dann hau ich den jetzt einfach mal hier rein und gucken. Geht da rein! Okay, geht nicht. So ein Scheiß. Ich höre das Gelächter. Hab ich. Ja, da müsste ich doch dabei haben, ne? Warum habe ich nur zwei Erde dabei? Warum habe ich nur zwei Erde? Doch scheiße, was ist das denn? Hellgrüner Stein, super. Ist mir einmal Erde hier reingefallen? Ne, jetzt. Ach, leck mich am Arsch. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. So. Gut, also funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Auf jeden Fall, das funktioniert. Und das wächst. Und jetzt muss ich mir erstmal wieder eine Hacke machen. Ja. Also, wie gesagt, den Flyer muss ich auch noch machen. Also, es gibt reichlich zu tun. Und ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht im Moment. Aber... ich wollte es ja nicht anders. Ich hätte mir das ja auch... ich hätte es mir ja einfach machen können. Ich hätte ja einfach keine Videos machen sollen. Ja. Jetzt ist vorbei. Gehen die? Ne, es geht alles nicht, ne? Es geht alles nicht. Okay. So. Scheißstein. Oh, Moment. Kennt ihr das? Wenn ihr glaubt, ihr müsst niesen und es kommt, es funktioniert nicht, das ist schlimmer wie Coitus Interruptus, ehrlich. Also, ich hasse das, wirklich. Ja, der kommt, glaube ich, nee, kommt nicht dahin. Was ist das? Andesit. Das Pflasterstein. Das müsste reichen. Ja. So, wir machen uns jetzt erstmal hier nochmal drei Hacken. Und, duck, 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 und duck, so. Und duck. Ach, geht ja nicht auf einmal, gut. So. Übrigens, wenn ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe mit diesem Sandy-Unterlag, Unterbelag, dann sagt mir Bescheid, ne? Bitte mir sofort Bescheid sagen, was ich da falsch gemacht habe, wie ich das anstellen muss, damit etwas, was auf sandigem Belag am besten wächst, dann auch tatsächlich wächst. Meine Vermutung ist halt jetzt die, warum buddel ich eigentlich nicht mal einfach hier so? Ne? Ich muss ja nicht immer in die hinterste Ecke rennen. Da haben wir jetzt genügend tief gegraben und haben nichts gefunden. Also gehen wir doch gleich mal von hier oben los. So, ne? So ein Schwachsinn. Ach, hier habe ich letzte Mal. Ja, ich erinnere mich. Hier habe ich letzte Mal aufgehört. So. Dann werde ich hier mal eben eine Fackel reinsetzen und dann können wir hier weitermachen. Ja, das ist ein Scheiß. So, hier fangen wir an. So, wir gehen jetzt hier in die Tiefe und holen uns natürlich erstmal Rosengranit. Ach, ist das schön. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Mach hin da. Ich brauche Eisen. Ich brauche Eisen. Ich will Eisen. Ich bin Eisen-Junkie. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und ansonsten muss ich ja sagen, ich bin ja immer noch recht neu eigentlich auf dieser, ne, YouTube-Geschichte, habe ich ja letzte Mal schon gesagt. Und ich gehe da noch immer so ein bisschen durch die diversen YouTube-Foren und teilweise wie so ein kleines Kind mit großen Augen und offenstehenden Mund höre ich mir diesen ganzen Schwachsinn an, dieser Beef, der da teilweise abgeht und finde es faszinierend, dass es dann eben Fans von diversen YouTubern gibt,
die also wirklich hier regelrechten Hass schieben, weil irgendwer sie ihre Lieblings-YouTuber kritisiert. Ne? Also Wahnsinn. Es ist für mich unfassbar. Ich stehe ja sehr auf Haider. Ich weiß nicht, ob ihr den Haider kennt. Kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Der Haider, ich werde ihn vielleicht mal einfach in diesem Video verlinken. Der macht eigentlich ja Comedy. Der macht Comedy, aber auch auf Kosten derjenigen, die ich selber auch so ein bisschen ja, also ich mag die Leute eben nicht, weil sie eben in meinen Augen ihr Publikum bescheißen. Hatte ich ja letzte Mal schon gesagt, so Bibi und ApoRed und wie die alle heißen, ist dann doch eher so, ne? Aber gut, ich sag auch wiederum, wer es mag, soll sich den Scheiß halt angucken. Und gut ist, ne? Und dieser, der Florian Haider, der nimmt das Ganze so ein bisschen immer wieder mal aufs Korn und ist auch sehr erfolgreich an für sich damit mittlerweile. Also nicht jetzt nur, dass er diese großen YouTuber kritisiert, sondern eben auch diverse andere Sachen, auch kleinere Deppen. Ich kann mir die Namen immer alle nicht merken, weil die Leute sind so dermaßen ja, unbedeutend in dem, was sie da machen. Das ist so, dass die sich nicht noch... Ich warte mal darauf, dass sich irgendwann mal jemand beim Kacken filmt und das dann reinsetzt. Da werden dann, also die haben dann 2, 3, 4, 5, 600.000 Follower oder Abonnenten oder noch mehr. Und die machen eigentlich nichts anderes als ja, als das, was du und ich auch jeden Tag macht, ne? Die bestellen sich was und das packen sie dann aus und daraus wird ein Video gemacht. Ja, oder die gehen Eis essen oder gehen ins Kino und daraus wird ein Video gemacht. Oder die haben irgendwelchen Stress beim Einkaufen und dann wird das erzählt und darauf gehen dann alle voll drauf ab und sagen sich, wow, ist ja irre. Ja, auch so ein tolles Video letztens, wie heißt der Typ, Flying Uwe. Ich meine, der Typ ist mega fit, ist alles wunderbar, aber er hat auch so ein Video gemacht, dass er einen Ärger mit dem Taxifahrer hatte. Das war eine Empfehlung und ich hatte keine Ahnung, wer Flying Uwe ist, fand den Namen doof und hab da mal drauf geklickt. Das kurz zur Erklärung. Doch das einzige Video, das ich kenne von dem, wird auch das letzte bleiben. Und auf jeden Fall hat er dann eben von seinem Ärger mit irgendeinem Taxifahrer geschildert, dass der Taxifahrer sehr unhöflich war und dass er sich dann auch beschwert hat und dass der Taxifahrer gefeuert wurde. Und ja, das fand er dann sehr lustig. Ich finde das jetzt weniger lustig. Ich meine, ich finde es auch nicht so wirklich lustig, wenn jemand unhöflich ist in seinem Job. Weil dann sollen die Leute sich einen anderen Job suchen, wenn sie meinen, ihre persönlichen Tagesformen negativ ausleben zu müssen. Aber dass man das dann geil findet, dass jemand seinen Job verliert, ich weiß nicht. Also zumindest kam das bei mir so rüber. Vielleicht hat es ja auch gar nicht so gemeint. Ich weiß das ja nicht. Ich kenne die Leute nicht. Die sind so indifferent in der Art, wie sie so sind. Die sind halt alle relativ einfach strukturiert. Und aber haben eben sehr viele Fans, sind sehr erfolgreich. Und ich glaube, der hat auch knapp 1 Million Abonnenten oder so. Müsst ihr mal gucken, Flying Uwe, keine Ahnung. Vielleicht kennt den auch jemand, ne? Der hat bestimmt auch schon tolle Videos gemacht. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass das alles Müll ist, was er da macht. Auf jeden Fall, ja, ne? Ich frage mich halt immer, wie gesagt, es ist halt für mich jetzt gar nichts gegen diesen Typen an sich. Wenn der da seine Videos macht und das total gut ankommt, ist das ja alles gut und schön, ne? Also warum nicht? Ich frage mich halt nur, was ist daran so Besonderes? Mal ganz ehrlich. Ich meine, ich mache jetzt auch nichts Besonderes. Ich spiele, nehme die auf, quatsch dazu ein bisschen und es gibt tatsächlich Leute, die das auch noch amüsant finden, unterhaltend empfinden. Aber ganz ehrlich, mir jetzt, das finde ich ja noch irgendwie spannend, jemanden auch beim Spielen zuzugucken. Gerade dann, wenn es ein Spiel ist, dass ich womöglich selber spiele oder dass ich überlege mal zu spielen, einfach auch um sich zu informieren. Aber was ist daran spannend, jemanden regelmäßig sich anzugucken, der einkaufen geht, Eis essen, ins Kino, sich irgendwelche neue Schuhe kauft und
keine Ahnung, schlechte Witze macht. Ja, also ich weiß nicht. Also gut, vielleicht kann es mir jemand erklären. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, um den, mein Gott, wie tief habe ich denn hier gegraben? Na, um den tieferen Sinn, den Nutzen, den man daraus ziehen kann, tatsächlich zu erschließen. Ich will das nicht ausschließen, dass ich da einfach zu doof bin. Das mag durchaus so sein, ne? Aber oh, was ich als nächstes machen werde im nächsten Video, ich baue mal einen Steinweg zu dem Loch, wo wir mal alles abbauen. Dann finde ich auch leichter den Weg. Und ich baue auf jeden Fall in der nächsten Folge, baue ich eine Hütte. Jawohl, das ist beschlossene Sache, ne? Ja, aber jetzt sind wir schon wieder am Ende, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, vielleicht könnt ihr mir so ein paar Fragen beantworten. Vielleicht muss ich YouTube anders verstehen, anders sehen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir auch ein paar Tipps geben, wie ich meinen Zeitplan am optimalsten plane. Ich bin für alles offen und vielleicht sagt ihr mir einfach, wie ihr dieses Video fand. Und wenn ihr ganz nett seid, wenn ihr mich ein bisschen mögt, das, ne, das ist, nein, das will ich so und so will ich nicht anfangen. Nein, wenn ihr das ein bisschen in Ordnung fandet, was ich hier mache, guckt mal jetzt, ich zeige euch jetzt auch noch hier einen Sonnenaufgang, ich stelle mich mal auf mein Bett, dann abonniert mich. Da wäre ich total glücklich drüber. Aber ich wäre auch glücklich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, die Musik gefällt euch auch, die ich im Hintergrund laufen habe. Macht's gut. Nee, macht's nicht gut, macht's besser, sagt Liv Lloyd immer, ne? Irgendwie so. Auf jeden Fall, macht's gut, habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit mit euren Freunden, mit eurer Freundin, mit eurem Freund, mit wem auch immer. Und bleibt mir treu. Bis dahin, tschüss, euer Alien. Ich habe noch mal eingeschaltet, weil ich habe mir gedacht, den Sonnenaufgang, den zeige ich euch jetzt mal hier, ne? Nur zum Abschluss. Die schöne Musik im Hintergrund. Die Sonne geht auf. Minecraft hat schon was, ne? Auch wenn es wirklich nur Blockgrafik ist und aber es hat schon was. Ne? Also jetzt sagt nicht, ich biete euch nichts auf meinem Kanal, ne? Also. Die Sonne ist aufgegangen und ich beschließe die Folge. Passt zwar nicht so ganz, aber ich wünsche euch trotzdem wieder wirklich durch jetzt ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss, euer Alien.